Es gibt zwei Arten von Menschen. Manche Menschen sind am Reden interessiert, manche Menschen sind am Zuhören interessiert. Du musst entscheiden, was klüger ist. Manche Menschen sind am Ausdruck interessiert, manche Menschen sind an der Wahrnehmung interessiert. Es ist die Wahrnehmung, die dein Leben erweitert, nicht der Ausdruck. Ich weiß, du warst ein Kind von Freud. Denn die moderne Psychoanalyse und Psychiatrie hat gesagt, du musst dich ausdrücken, sonst wirst du verrückt. Du wirst deinen Wahnsinn zum Ausdruck bringen, das ist das größte Problem in der Welt. Jeder ist damit beschäftigt, seinen Wahnsinn in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Jeder ist damit beschäftigt, seine Begrenzungen in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Jeder ist damit beschäftigt, seine Vorurteile und Meinungen in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Wozu dient dieser Ausdruck, sage ich? Die Vögel zwitschern. Das ist etwas angenehmer als all die Menschen, die twittern. Nun, der Ausdruck ist wie eine Ausgabe von Leben, es auszugeben. Wahrnehmung ist eine Erweiterung des Lebens. In diesem Leben sollte es für dich darum gehen, es zu erweitern, nicht darum, es auszugeben. Ich möchte, dass du es dir anschaust, in diesem Moment in deinem Leben. Lehne dich zurück und schau es dir einfach an. All die Dinge, die durch dich Ausdruck gefunden haben, nimm den sozialen Kontext heraus. Betrachte sie einfach als Leben. Du bist eines Tages geboren und du wirst eines Tages tot sein. All die Dinge, die du dazwischen gesagt und getan und ausgedrückt hast, was für eine Bedeutung hat das? Welchen Wert hat es für das Leben? Entweder für dein Leben oder für das Leben von irgendjemandem. Okay, in diesem Moment kann ich etwas sagen und hier jemanden beeindrucken. Vielleicht kann ich einem Kind etwas beibringen und du weißt schon, ihm helfen, etwas zu lernen, besser zu leben, was auch immer. Aber im Hinblick auf das existenzielle Leben, als ein Stück Leben, was bedeutet es, all die Dinge, die ich ausgedrückt habe? Es bedeutet nichts. Aber alles, was du wahrgenommen hast, wird dieses Leben weitreichend machen. Wenn du Ausdruck finden möchtest für das Wenige, das du bereits wahrgenommen hast, würde ich sagen, warte. Diese Ruhelosigkeit ist, weißt du, momentan überall auf der Welt. Früher war das ein amerikanisches Phänomen, aber jetzt ist es überall. Alle sind ruhelos. Bevor sie mit 20 wollen sie ihr Leben abgeschlossen haben. Alles, was man in seinem Leben tun kann, sollte abgeschlossen sein. Denn es gibt eine Ruhelosigkeit, dass man, eine Angst, dass man keinen Ausdruck finden könnte. Es gibt keinen Grund, sich davor zu fürchten, Ausdruck finden zu können. Denn wenn du mit deiner Wahrnehmung tiefgründig wirst, geschieht dein Ausdruck nicht verbal, nicht durch Handlung. Er wird zum Ausdruck von Akash. Sie sind die Einzigen, die leben. Heute, in meiner Erfahrung, für mich, wenn ich einfach hier sitze, ob es Adiyogi ist oder Krishna oder Buddha, oder irgendeiner der Yogis, die jenseits der physischen Natur gelebt haben, sie alle sind hier für mich gegenwärtig. Sie sind hier lebendig. Sie sind nicht Vergangenheit. Wenn ich über sie spreche, rede ich über sie, als wären sie hier, weil sie hier sind. Wenn du mit deinem physischen Selbst eine Handlung ausführst, hinterlässt sie eine gewisse Spur in der Existenz und sie löscht sich selbst aus. Wenn du etwas kraftvoll mit deinem Verstand tust, hinterlässt es eine größere Spur, aber nach einiger Zeit wird es sich selbst auslöschen. Wenn du deine physische Energie auf eine bestimmte Weise schwingen lässt, hinterlässt sie eine viel größere Spur, die eine viel längere Lebensdauer hat, und es stirbt. Aber wenn du etwas darüber hinaus tust, wenn du etwas mit deinem grundlegenden Bewusstsein tust, dann ist die Spur, die du hinterlässt, für immer. Wenn der Planet verschwindet, du weißt, das Sonnensystem hat seine Lebensdauer, wenn es in sich implodiert oder explodiert, wie auch immer, selbst wenn der Planet verschwindet,
wird das, was bestimmte Menschen hinterlassen haben, nicht verschwinden. Hast du von Markandeya gehört? Markandeya durchlebte die Zerstörung des Sonnensystems und kam wieder zurück. Denn das, was du mit deinem Bewusstsein tust, stirbt nicht, wenn das Physische stirbt. Wenn ich vom physischen Sterben spreche, meine ich nicht das Sterben einer Person. Selbst wenn das Sonnensystem stirbt, wenn das Universum stirbt, wenn die gesamte Galaxie stirbt, wird das, was du auf der Ebene deines Bewusstseins getan hast, nicht sterben. Es hinterlässt eine Spur für immer. Und immer verfügbar für jedes Wesen jeglicher Art, das die notwendige Wahrnehmung hat, für dieses Wesen wird es immer verfügbar sein. Fokussiere dein Leben daher nicht auf Ausdruck. Es wird vergeudet werden. Wahrnehmung. Lass dieses gesamte Leben ein Leben der Wahrnehmung sein. Alles Sadhana ist weitgehend auf das Wahrnehmungsvermögen gerichtet. Zurzeit läuft ein Lehrausbildungsprogramm. Wir fordern sie auf, etwas auszudrücken, was sie nicht einmal wissen. Es ist ein gefährlicher Weg. Ich warne sie ständig. Ein Lehrer muss wachsam sein, sonst nimmt Unwissenheit eine erleuchtete Form an, was sehr, sehr gefährlich ist. Das passiert überall. Das ist, was die Bücher und das Internet den Menschen antun. Ohne etwas zu wissen, weiß man alles, okay? Daher ist eines der wichtigsten Dinge, wenn du dein Akash selbst mit einer gewissen Stärke und Präsenz in deinem Leben aufbauen willst. Eine Sache ist, der Grund, warum Menschen jahrelang in die Stille gehen, ist kein Ausdruck, nur Wahrnehmung. Denn was kannst du ausdrücken? Lasst uns hören, was die Schöpfung und die Quelle der Schöpfung zu sagen haben. Wir müssen zuhören, wir müssen wahrnehmen, nicht ausdrücken. Sadhana ist also weitgehend, 95% ist wahrnehmungsorientiert. Wenn wir es ausdrucksorientiert machen wollen, können wir das leicht tun, aber Menschen werden anfangen, alle möglichen Begrenzungen, die sie haben, zum Ausdruck zu bringen. Die Begrenzungen, die du hast, sollten besser nicht zum Ausdruck kommen, denn sie verschmutzen alles um dich herum. Ich sage nicht, dass du schlechte Gedanken oder schlechte Gefühle, schlechte Energie verbreiten wirst. Nein. Begrenztheit ist das größte Gift. Es ist nicht so, dass du etwas Negatives tun musst. Begrenzungen sind die Grundlage für dein Leiden. Begrenzungen, die Menschen verbreitet haben, begrenzte Denkweisen, begrenzte Gefühlsweisen, begrenzte Erfahrungsweisen, sind das größte Gift, das die Menschen geschluckt haben. Je weniger Ausdruck sie findet, desto besser ist es. Wenn sie keinen Ausdruck findet, ist das großartig. Menschen, die hier 25 Jahre lang Sadhana machen, lassen wir nicht ein einziges Mal zu Wort kommen. Denn sie müssen keinen Ausdruck finden. Sie müssen nur ihre Wahrnehmung vertiefen, für immer ihre Wahrnehmung vertiefen. Denn das, was du wahrnehmen musst, ist zigfach größer als das, was du jemals ausdrücken könntest.